Wir fangen heute mit einem ganz besonderen Video an, und zwar mit dem Video von Maxify, denn Maxify hat sich heute gezeigt. Viele von euch haben es vielleicht schon gesehen, das Video hat es schon heute Morgen hochgeladen und es hat jetzt schon 500.000 Aufrufe, also es ging richtig ab bei Maxi. Maxi hat verschiedene Gaming-Formate und hat jetzt die 1 Million Abonnenten geknackt, aber er hat sich noch nie gezeigt, also so wie zum Beispiel GLP oder Zombie oder ja, andere Leute, die es jetzt nicht zeigen. Aber jetzt hat er sich entschieden, sich zu zeigen, und da schauen wir mal gemeinsam rein. Let's go! Oh, wir schauen rein, ich bin gespannt. Was geht, Maxi am Start? Heute mit einem GTA Funny Moment Video. Ich finde es immer krass, gerade bei so 1 Million Abonnenten, wenn man überlegt, das ist so eine hohe Zahl. 1 Million Abonnenten ist so ultra krass. Er hat angefangen mal mit irgendwann 1 Abonnenten, 2 Abonnenten, 3 Abonnenten, jetzt 50, so 50 Abonnenten, weißt du? Das ist so krass, wie kann das passieren? Aus 50 Abonnenten 1 Million. So, das ist, man fängt immer klein an. Deswegen, Leute, da könnt ihr euch auf jeden Fall eine Sache selber auch draus merken für euer Leben, auch wenn ihr selber kein YouTuber oder irgendwas seid. Egal, wie groß der Schritt scheint oder egal, wie groß der Weg wirkt, jeder Weg fängt mit einem kleinen Schritt an. Philosophisch heute, philosophisch. Oh mein Gott. 100 Leute, was Zuschauer. Geht Maxi am Start? Heute mit einer besonderen Fahrkarte. Ich wollte mich einfach mal extrem bei euch bedanken dafür, dass... Wo Maxi noch etwas kleiner war auf YouTube, habe ich ihn immer verwechselt mit dem anderen YouTuber, der auch so eine sehr hohe, junge Stimme hat. Und zwar da Epic Stun. Das war so ein Minecraft-YouTuber, der hat jetzt auch ungefähr 1 Million Abonnenten. Also sie sind auch ungefähr gleich groß. Entschuldigung für den kleinen Rübser. Und der war mal bei Revi in irgendeinem Video. Und der hatte auch so eine Stimme. Ich gehe mal auf Älteste. Oder ich gehe mal auf Most Popular. Der hat immer Minecraft-Videos gemacht. Und ich dachte früher, das wäre ein anderer Kanal von dem. Dachte ich früher. Aber es sind zwei komplett unterschiedliche. Also mittlerweile weiß ich ja. Aber ich habe die früher verwechselt. Lass mich mal kurz einmal reingucken. Hey Leute, mein Name ist Epic. Und mit dabei ist heute die Kater. Nee, ist schon eine ganz andere Stimme. Aber wenn man Maxi halt nicht so gut kennt, ich habe ja nie ihn damals so ultra aktiv verfolgt. Jetzt, wo ich Maxi kenne, finde ich gar nicht mehr über. Die Stimme hört sich gar nicht ähnlich an. Gar nicht. Aber bevor das Video losgeht, Leute. Ja, aber ich dachte früher irgendwie, hä? Sind das die gleichen? Aber ich habe die manchmal hab ich verwechselt. Ja, aber jetzt habe ich Maxi ja persönlich kennengelernt und ich muss sagen, ein sehr sweeter Boy, ein sehr sweeter Boy. Yo, Leute, was geht? Maxify hier und willkommen zum ersten Q&A. Und ja, im Hintergrund spiele ich. Ja, die Avatare waren irgendwie ähnlich früher, ne? Die hatten so beide so einen gezeichneten Comic-Avatar und deswegen habe ich die, glaube ich, mal deswegen verwechselt vielleicht. Und beide haben so, ja, sehr family-friendly Gaming-Videos gemacht. Und dachte ich, ja, hä? Ich habe die manchmal echt verwechselt. Ich bin richtig lost. Aber jetzt kann ich es endlich mal sagen. Jetzt, wo er sein eigenes Abonnenten-Special macht, kann ich es endlich mal droppen. Oh, und willkommen zu Sims 4 mit F-Tunnel. Willkommen zu Ultimate Chicken Hawk! Wir sind schnell! Wir sind schneller als die Autos! Ja! 10.000 Abonnenten! Oh, komm, wie soll ich das aufmachen? Zu Hello Neighbor! Die Folge! Zu Chase of Life! Mit Real Night Day. Küsse. Danke 100.000 Abonnenten, Alter. Ich kann es nicht zu oft sagen. Hat er da geweint in seinem 100.000 Abonnenten? Spezial hört es ein bisschen so an, als wäre er so richtig am Heulen. Einfach so geil. Nur 100.000, Leute. Ich wollte doch 4 Millionen. Warum macht ihr nur 100.000? Warum macht ihr Auge? Nein, Spaß. Natürlich für Freude. Simba.
Ja, ja, funny moment. Junge, Alter, du bist einfach überall. Stirb dann an meinen Fisch! Was? Nein, 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 und willkommen zu meinem 500.000 Abonnenten Frage und Antwort Special Video. Ja. Und weggekickt. Aber als ich ins Wasser gekickt habe, hat er 600.000. Ja. Ungefähr. Oder 700.000. Crazy. Ich geh jetzt über die Mitte. Ey, da war ich aber ein bisschen pummeliger, muss ich sagen. Ich hab schon echt ein bisschen abgenommen. Ich bin immer noch ein kleiner Specki. Ich sag's wie es ist, ich bin immer noch ein kleiner Specki, aber wenn ich mich hier sehe, muss ich sagen, da war ich noch ordentlich pummeliger. Also da war der erst noch ein bisschen mehr juicy. Leute, ich sag mal so, wie es ist. Ich hab schon wieder ein bisschen Sport und Dings hat schon geholfen. Ich sag's nur, wie es ist. Ich geh jetzt über die Mitte. Ja, komm, das ist nicht dein Ernst, Zimmer. Was machst du da? Okay, Nala, du bist auch ready, ne? Ich sehe schon, du bist komplett ready. Das ist so eine lange Zunge, ne? Oh, da gib dir Geld. Wechsel, du musst was sagen. Also. 1 Million Abonnenten! Ihr habt mir so unglaublich viele Nachrichten geschrieben, dass ich mich jetzt endlich zeigen soll. Und Leute, heute ist der Tag, an dem ich mich zeigen werde. Ich hoffe, ihr seid bereit. 3, 2... Boah, ich kann es nicht ertragen, es ist mir so aufregend. Sollen wir es wirklich gucken? 1. Ich muss dazu sagen, Max und ich sehen uns wirklich sehr ähnlich. Viele verwechseln uns auch. Habt ihr wirklich gedacht, Maxify existiert? Leute, ich war's die ganze Zeit, ich hab mich jahrelang nur verarscht. Ups. Was macht man? Wie hat Unge das angemacht? Okay, aufnehmen. So, okay. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Hey Leute, willkommen zu meinen Ich find's aber so krass, wenn man Maxify sieht und dann seine Stimme hört, es ist so verrückt, er hat so eine besondere Stimme, aber positiv gemeint. 1 Million Abonnenten Special und meinem Face-Reveal. Ich habe euch ja versprochen, dass ich mich zeigen werde. Es hat ein bisschen länger gedauert als geplant, aber jetzt seht ihr mich zum allerersten Mal, by the way. Ich weiß, ihr habt mich davor auf Bildern und so gesehen, aber ich glaube, das kann man nicht ganz so zählen. Heute ist der erste Tag, wo man mich komplett unzensiert auf YouTube sehen kann oder Allgemeinheit sehen kann. Und ob das gut ist, ich weiß nicht. Ob euch das... Ey, ich sage euch, ich war ja dabei, als ich diese Szene gedreht habe, für davor, für diesen kleinen Minigag. Und Maxi ist so, bis zum letzten Moment, wo er das Video hochgeladen hat, so unsicher gewesen. Oh, soll ich mich wirklich zeigen? Ah, ich weiß nicht, da gibt keinen Weg zurück mehr. Ah, ich weiß nicht und so. Für ihn ist das so ein riesen Ding, aber kann ich auch verstehen. Überleg mal, ihr seid, habt 1 Million Abonnenten gesammelt, ohne euch jemals zu zeigen. Und dann zeigt ihr euch, das ist ja schon krass, ne? Also schon, ja... Er macht einen großen Schritt, auf jeden Fall. Aber er könnte Synchronsprecher für Animes oder so werden, oder so, finde ich. Ob ich jetzt mehr Facecam-Videos machen werde, weiß ich auch noch nicht. Es kommt ein bisschen auf euch und auf mich drauf an, wie ich mit den ganzen klarkomme. Ich finde es gerade super awkward und ich glaube, ihr findet es auch super awkward, mich zum ersten Mal mit meiner Stimme halt zu hören, weil sonst habt ihr nur meine Stimme immer gehört und jetzt seht ihr zum ersten Mal ein Bild zu der Stimme und ich weiß nicht, ob ich jetzt eure Erwartungen komplett in den Boden gestampft habe oder komplett in den Boden gestampft, ob ich euren Erwartungen entspreche. Also ich finde, also für mich, weil ich ihn ja, ich kann mir vorstellen, dass es für viele von euch ungewohnt ist, weil seine Stimme wirklich, also es wirkt so, als würde jemand ihn synchron sprechen, ne? Weil es ist wirklich so eine Stimme, die hört man nicht so oft, aber ich habe ihn jetzt schon besser ein bisschen kennengelernt und bin ja auch mit ihm im Real unterwegs und so. Und mittlerweile, für mich passt die Stimme schon voll zu ihm, aber am Anfang dachte ich auch so, hä? Ich habe mich ganz anders vorgestellt. Ich habe mich ganz anders vorgestellt und so. Das weiß ich nicht. Es kann sein, dass die Hälfte jetzt von euch super enttäuscht ist und die andere Hälfte sich freut, dass ich halt so aussehe, wie ich aussehe. Die eine Hälfte hat gehofft, er ist eine Frau. Ist halt, ja, Geschmackssache, würde ich mal sagen, oder?
Es ist auch für mich das Video, wo ich die größte Überwindung treffen musste überhaupt, weil ich war noch vor kurzem stark am Überlegen, ob ich mich wirklich zeigen möchte oder nicht, weil mit diesem Video würde ich sagen, gebe ich komplett meine Privatsphäre im Real Life auf. Davor konnte ich ja überall rumgehen, auch auf der Gamescom, und eigentlich niemand hatte mich so wirklich entdeckt oder hat sich nicht getraut, mich anzusprechen, was ich aber auch gut fand, weil ich mag Interaktionen in Real Life absolut gar nicht. Ich kann's. Fühl ich voll. Und ich sage dir, Maxi, ich hoffe, du hast die Zeit genossen einfach. Ich hoffe, du hast die Zeit einfach genossen, in der du einfach unerkannt durchs Leben laufen konntest. Denn jetzt bricht eine andere Zeit an. Das ist halt so, ne? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also wenn ich jetzt zum Beispiel hier Leute mal hin und wieder treffe, finde ich das schön, freue ich mich immer. Gerade wenn ich Leuten noch so den Urlaub verschönern kann oder wenn ich einfach nette Leute treffe, freue ich mich immer. Aber so auf Gamescom und sowas, es ist schon sehr viel. Und ich finde das auch heftig, aber bis jetzt, es war noch nie so, dass ich irgendwie jetzt, irgendwie das scheiße fand. Ich habe mich eigentlich immer gefreut, Zuschauer zu treffen, aber wenn ich eine Sache mir aussuchen könnte, die ich abschalten könnte, dann wäre es auch, glaube ich, dass mich niemand erkennt, so. Dass mich einfach, dass alle an mir vorbeigucken mäßig, so wisst ihr, was ich meine. Weil ich mag es auch im Real Life nicht so gerne, im Mittelpunkt zu stehen oder sowas. Ich finde es irgendwie, manchmal finde ich es komisch. Aber das ist halt einfach ein Teil davon und den akzeptiere ich voll und ganz natürlich. Das gehört irgendwo dazu. Was gut ist natürlich jetzt, dass ich jetzt mit Maxi auch Videos drehen kann und dass er jetzt auch in den Vlogs zu sehen sein kann. Endlich, wir mussten ihn früher immer aus den Vlogs rausschneiden, ihn zensieren, whatever. Aber jetzt kann er halt auch in den Vlogs drin vorkommen, weil jetzt ist es ja kein Geheimnis mehr. Und das finde ich super, ja. Ich kann es nicht, Leute. Okay, wenn mich jemand anspricht, super awkward für mich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Jetzt muss ich halt damit rechnen, dass mich Leute ansprechen und ich muss mich daran gewöhnen, ja? Ich finde es ein guter Schritt. Awkward, weil ich bin auch nur ein Mensch. Ein Mensch wie ihr, okay? Und dieses Bekanntsein oder so, mag ich nicht. Ich mag das wirklich nicht, dieses, können wir bitte ein Bild machen? Wie awkward das sein muss für ihn, dass er jetzt vor der Kamera noch gestikuliert und so und dann so macht. Und nein, ich mag das nicht und so. Weißt du, was ich meine? Guck mal, er redet gerade zum ersten Mal mit seinem Gesicht vor der Kamera. Wisst ihr, wie seltsam es ist? Und das macht er das erste Mal schon vor so einem riesen Publikum. Wisst ihr, was ich meine? Das ist schon verrückt. Also ich würde, glaube ich, im Boden versinken, wenn ich an seiner Stelle wäre, weil einfach, ja, so viele Menschen darauf gewartet haben und so. Also seine ganze Community hat 1 Million Abonnenten gesammelt und jetzt zeigt er sich und so, das ist, schon ein krasser Schritt. Finde ich schon krass, also Respekt auf jeden Fall. Das ist super komisch, weil ich bin nicht besonders in meinen Augen. Du hast dich auch mal geleakt, wie war das für dich? Nein, ich habe mich nie geleakt. Ich habe von Anfang an mit Facecam gemacht. Ich habe damals schon eine Facecam bei Gaming gehabt, wo noch niemand eine Facecam hatte. Ich glaube sogar, ich war vielleicht einer der ersten, vielleicht 3 oder maximal 5 deutschen Gaming-YouTuber, die eine Facecam benutzt haben. Davor war Facecam maximal, wenn Horrorspiele gespielt wurden. Niemand hat früher, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, aber niemand hat früher bei Minecraft oder bei Spielen, die jetzt nicht so gruselig oder so sind, eine Facecam benutzt. Das gab es früher nicht. Das haben sau wenige Leute gemacht. Ich kannte keinen vorher. Und ich habe die Facecam von Anfang an auch bei Gaming angehabt. Und ich fand es super cool, weil dann kann man immer die Emotionen viel, viel besser rüberbringen. Ja. Es hat sich bei mir einfach nichts geändert. Das Einzige, was sich geändert hat, ist die Location. Wisst ihr, die Location, ich bin ein bisschen fluffiger geworden und ja. Er ist fluffiger geworden. Ich weiß nicht, was sich sonst großartig geändert hat. Ich kaufe mir kein Luxusgüter oder sonst irgendwas. Das Einzige, was ich mir hole, ist vielleicht mal Mikrofon oder Monitore. Sonst war es das eigentlich. Und halt Hintergrund, Beleuchtung. Aber jetzt, wo er sich gezeigt hat, kommt die Rolex, Alter. In meinem Benz. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nicht ganz realisiert, dass ich wirklich 1 Million Abonnenten habe. Ich glaube, irgendein Tag wird kommen, da werde ich es so richtig realisieren und dann werde ich, glaube ich, komplett fertig sein innerlich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist halt einfach wirklich insane für mich. Das ist wirklich krass. Es ist halt wirklich krass, Alter. 1 Million Abonnenten ist wirklich krass. Diese Abonnentenzahl zu erreichen. Ich weiß auch, bei meinen ersten 1000 Abonnenten, das habt ihr auch am Anfang des Videos gesehen, da war ich schon komplett emotional. Bei 100.000 dachte ich, die Welt geht unter. Jetzt habe ich 1 Million. Ich realisiere es absolut gar nicht. Und wenn ich realisiere, ich glaube, dann geht bei mir alles unter. Es ist halt so, keine Ahnung, 1 Million, klar, es ist an sich nur eine Zahl. Aber wenn man sich überlegt, wie viele Leute wirklich dahinter stecken, na, das ist insane. Wirklich insane. Und ich rede jetzt schon so ungefähr 5 Minuten. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Außer danke. Danke für den ganzen Support. Und ich hoffe, wir können uns irgendwie auf Facecam so ein bisschen einigen. So ein bisschen so, ihr wisst schon, auch klarkommen. Wie es ihm so unangenehm ist. Es ist
ist so lustig anzusehen, das erste Mal von der Facecam. Das ist schon cool. Falls ihr weitere Videos mit Facecam sehen wollt, dann lasst einfach einen Daumen nach oben da, ab 100.000 Likes, keine Ahnung. Kommt wahrscheinlich nochmal eins, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Kommt wie gesagt ganz drauf an und falls ihr mich noch nicht abonniert habt und noch mehr Videos mit diesem Gesicht sehen wollt, dann lasst ein Abo da. Ich fand das Video sehr cute. Auch emotional, wie es aufgebaut wurde mit dem Abonnenten-Counter. Dass man sieht, oh, hier hat er 50 Abonnenten, 100 Abonnenten und so. Ist schon krass, wenn man überlegt. Das ist schon eine heftige Reise. Mir hat dieser Part vom Video am besten gefallen. Mit diesem Typen hier. Maxify. Warum ist er so obdachlos in seiner Wohnung gewesen? Warum ist er so ein Obdachloser in seiner Wohnung?